Oh, eine Hindenburg voraus. So, Hindenburg ist raus. Perfekt. Okay. Meine Standardtaktik wäre jetzt an die Insel ranfahren. Außen rum gucken, was passiert auf der Seite. Radar einsetzen, falls nötig. Bisschen Stress machen und sich wieder zurückziehen. Puh. Okay, wir schauen uns jetzt erstmal an, was die Petro hat. Was der Gegner an Radarschiffen hat. Die haben eine Petro, die haben eine Mino. Ja, Des Moines. Petro kommt auf unsere Seite, Mino ist drüben. Des Moines weiß ich noch nicht. Sie haben möglicherweise schon CD im Cap drin. Ja, definitiv, weil der Cap blockiert wurde. Das heißt, wir machen jetzt unser... Oh, eine Hindenburg voraus. Cool, cool. Hat er eh geladen, sehr gut. Ein Torpedowerfer ist komplett RIP. Nutzen wir mal die Gelegenheit, um an die Insel ranzufahren. Immer noch HE geladen. Nächster Torpedowerfer komplett zerstört. Wir bleiben jetzt einfach genauso stehen. Es war ein bisschen riskant, wenn er anfängt AP zu laden, könnte er uns vorne durch die Nase schießen, aber dadurch, dass er jetzt immer noch nicht, also unterm Turm meine ich, immer noch nicht auf AP geladen hat, obwohl wir schon breiter stehen, gehe ich noch stark davon aus, dass er so weitermachen wird mit HE. Und dann nutzen wir natürlich alles, was wir haben an Feuerkraft, um ihn vollends rauszunehmen. Wir haben, by the way, dafür gesorgt, dass der feindliche Zerstörer rausgeschossen wurde. Oh, jetzt hat er AP geladen. Mal gucken, ob er jetzt ein bisschen mehr Damage macht. Dann müssen wir anwinkeln. So, Hindenburg ist raus. Perfekt. Gut, dass hier nicht noch ein Battleship um die Ecke kam. High Risk, High Reward, ne? Des Moines und Petro sind beide dort hinten. Das lief wunderbar auf unserer Seite hier. Warte mal kurz. Oh, lol, unsere Marceaus. Nee, okay, never mind. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, wieso hier zwei DDs waren und unser DD plötzlich nicht mehr hier ist. Es war eine Marceau von uns. Die stand hier drin und ist rübergerusht und hat unseren Feind weggetorbt, oder was? Okay. Das war interessant. Ja, das war möglicherweise ein bisschen blöd, von der Hindenburg in die Richtung rauszufahren, statt einen Turn zu nehmen und hinter die Insel wieder zu fahren. Stopp, nicht weiterfahren. Dann sind wir gleich offen von der Conqueror, das ist uncool. Conqueror ist eigentlich ein besseres Ziel für uns, weil wir bei ihr besser durchkommen, aber ich möchte hier diese Low HP Petro. Eigentlich abfackeln. Nur mit IVE haben wir natürlich. So, perfekt. Lass uns mal die Conqueror abfackeln. Wenigstens einen Brand auf sie legen. Oder einfach Schaden machen. Bei Damage machen wir auf ihr definitiv mehr. Sie hat über 32 mm Panzerung. Da kommen wir mit unserer IVE durch. Also ist eher das bessere Ziel für unsere Booster. Hallo Pingu und Chat. Schönen Wochenstart euch allen. So, ich werde die GK jetzt mal alleine gegen die Petro arbeiten lassen und ich nutze die Zeit, um die Conqueror so schnell wie möglich runterzuschießen hier. Die sich natürlich auch wieder heilt. So, einen Brand gelegt, sehr gut. Wartet mal, dann gehen wir mal hier auf die Petro nochmal. Weil irgendwie wird die nicht rausgeschossen. Dankeschön, Bulltag, für 12 Monate. Vielen Dank dir für deinen Support, Mensch. So, noch ein Brand. Damit ist die raus, möglicherweise. Ja, mit der Salve sollte die rausgehen. Perfekt, und mit Brand. Wir müssen hinter die Insel wieder. Die Stelle ist so perfekt für eine Booster. Für alles, was ein kleines Kaliber hat. Wenn der Feind gespottet bleibt, so wie unsere GK das gerade macht, für uns, und wir nicht aufgehen, ist das so perfekt. Die Posi.
Wir machen halt innerhalb kürzester Zeit über 100.000 Damage. Ah, damn it. Er hat seinen Kurs geändert. So, arme GK wurde rausgeschossen, leider. Der ist da nicht mehr weggekommen. Möglicherweise hätte ich gerade doch ein bisschen rausfahren sollen, dass die auch auf mich geht, die Conqueror. Und nicht nur auf unsere GK. Shit, das hatte ich gerade gar nicht mehr im Schirm, auf dem Schirm. Im Blick. So, die Dämonen ist so gut wie raus. Okay, so, wir haben jetzt 8 Minuten fast rum, fast die 200.000 Damage-Marke geknackt. Puh. Aber halt auch nur möglich, weil wir eine GK hatten, die für uns gespottet hat. Möchte ich an der Stelle nochmal erwähnt haben. Oh, er brennt wieder, sehr schön. Und die Gegner von der anderen Seite. Bam, weg. Okay, wir sind zwar in Range zu der Conqueror. Aber wir müssen noch ein bisschen näher ran. Kleines bisschen. Oh, er hat nochmal geschossen, aber wir waren schon relativ lange unspotted. Das heißt, er schießt blind nochmal in die Richtung. Kann ich mein Brot weiter essen? Yoshino wieder auf mir drauf. Mit H, AP. Okay. Conqueror traut sich nicht, gell? Leider. An die Yoshino kommt man nicht ran, die ist zu schnell. Oh. Da kommen die 20 Kilometer Torps, die man zum Glück rechtzeitig sieht. Ist noch nicht vorbei, das Match, gell? Aber so ziemlich. Jetzt kommen wir auch in die Yoshino wieder ran. Theoretisch. Das ist krass. Ihr noch lebt dort, der Conqueror. Den hat mir so heftig runtergeschossen. Ist da links die GK. Wir fahren mal der Conqueror hinterher. Brennt, sehr schön. Nochmal aufmachen. Dadurch. Ah, jetzt ist er aber raus.
Sehr schön. Oh. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Damage hin? 250.000 ist in, ja, nicht mal 12 Minuten. Das ist halt krass, aber Erdboden ist durch. Wie gesagt, lag daran, dass wir einfach eine gute Position hatten. Selber unspotted waren die ganze Zeit, der Gegner uns nicht aufgemacht hat und wir einen Spot von unseren Leuten auf den Feind bekommen haben. Das ist... hat einfach funktioniert. Und Conqueror ist ein perfektes Opfer. Schiff für eine Wooster mit EVE, weil du durch 37mm kommst mit EVE, vorher kommst du nur durch 30mm, also ohne die Skillung, mit kommst du durch 37 und Conqueror hat ringsherum 32mm Panzerung, Deck, Seitenpanzerung, abgesehen von der Zitadellpanzerung. Und deswegen machst du da auch so viel Schaden. Wir haben jetzt hier 162.000 Damage auf die Conqueror nur gemacht. So krass. Das ist heftig, wie oft er sich hochgehalten hat wieder. Ah ja, und die Hindenburg haben wir, glaube ich, nahezu alleine rausgenommen. 51.900. Ich glaube, da hat, glaube ich, kein einziger von unseren Verbündeten mit drauf geschossen, weil niemand rangekommen ist. Oder mit was anderem beschäftigt war. Naja, auf jeden Fall eine interessante Runde.